Hallo und herzlich willkommen. Heute zeigen wir dir, wie du einen Edelstahlschornstein kürzen kannst. Dazu sind wir heute zu Gast in der Feuermeisterei von Carsten Patzig in Renningen. Wir haben ein Kaminofenstudio, sind Schornsteinfeger sowie auch Edelstahlschornsteine und Edelstahlsanierungen. Und wir werden euch heute zeigen, wie Edelstahlrohre geschnitten werden, gemaßt werden und was mit was für Werkzeug wir arbeiten. Das wird uns heute der Azubi zeigen, der das jetzt schon so professionell kann, dass der Chef schon nicht mehr das machen kann. Ich bin der Lars, ich bin jetzt Azubi, ich bin im zweiten Lehrjahr. Wir werden, wie gesagt, heute mal ein bisschen ein Edelstahlrohr auseinanderschneiden und ich werde euch zeigen, wie das funktioniert. Führe euch durch die ganzen Arbeitsschritte und dann wird es gut. So, wir haben hier jetzt ein V2A Edelstahlrohr. Das ist einwendig, wie man sieht. Da geht es darum, wenn wir jetzt gerade zum Beispiel eine Heizung nachrüsten wollen und der Schornstein ist dafür viel zu breit oder zu groß, dann können wir hier so ein Edelstahlrohr von oben reinziehen. Dadurch wird der Querschnitt vermindert und wir haben dadurch einen besseren Zug. Und das doppelwandige Schornsteinrohr? Das ist innen drin jeweils mit 2,5 oder 3 cm gedämmt. Ja, also Innenrohr, Außenrohr. Das wird für die Außenseite verarbeitet. Warum wir die Dämmung drin haben, ist aus folgendem Grund. Wir brauchen, sonst würde das zu sehr abkühlen und wir würden ein Kondensatwasser im Schornstein bilden. Das ist nur gedacht für Außenschornsteine. Um jetzt das benannte Rohr auseinanderzuschneiden, brauchen wir verschiedene Werkzeuge. Ich kann es euch gerade mal zeigen. Wir haben hier einmal einen Winkelschleifer. Um einfach wirklich von Kunden auch präzise zu arbeiten, dass der zufrieden ist, brauchen wir da wirklich einen Gescheiten, der wirklich was taugt. Hier haben wir jetzt einen mit Drehzahleinstellung. Dann haben wir hier den passenden Akku dazu, dass wir auch lang genug damit arbeiten können. Schön groß, der hält auch ewig, das ist perfekt. Hier dazu haben wir dann extra sehr dünne Scheiben, Trennscheiben. Wir sehen hier vorne immer drauf abgebildet, in welchem Drehzahlbereich wir arbeiten können. Und somit können wir den dann auch auf den Winkelschleifer einstellen. Die sind wie gesagt extra sehr dünn, um einfach materialschonend und akkuschonend zu arbeiten. Dadurch können wir auch deutlich effizienter arbeiten. Um nach dem Trennen dann die entstandenen Grade zu entgraden, haben wir hier dann noch eine Schrubbscheibe. Mit der können wir dann einmal noch über alles drüber gehen und haben dann somit saubere Kanten. Da bekanntermaßen ja Arbeitsschutz auch auf ganz Nummer 1 steht, ist es auch wichtig, die passende PSA zu tragen. Die besteht grundsätzlich erstmal aus schwerer Arbeitskleidung, gerade auch langärmlich, um uns einfach vor Funken zu schützen. Zusätzlich haben wir dann einmal einen Gehörschutz, damit wir auch in 50 Jahren noch schön hören können, ist das sehr wichtig. Wir haben hier eine Schutzbrille, dass wir auch noch sehen können, dass uns nichts in die Augen gerät, vor allem gerade beim Winkelschleifen sprühen die Funken überall hin, dass sie nicht ins Auge kommen. Haben wir dann hier eine Schutzbrille. Um uns vor den entstehenden Stäuben zu schützen, haben wir dann hier auch noch eine Atemmaske. Die ziehen wir auf und sind dann auch sicher. Und gerade beim Flexen von Metall ist es wichtig, darauf aufzupassen, weil wir scharfe Kanten haben, immer Handschuhe anzuziehen, dass wir uns nirgendwo schneiden oder vor heißen Teilen zu schützen. Um mir jetzt den Winkelschleifer fertig zu machen, zum Schneiden, kann ich hier einmal aufdrehen. Nehme dann eine Scheibe. Ganz wichtig, den Akku dabei rausnehmen, damit der Winkelschleifer nicht aus Versehen angeht. Somit entstehen keine Verletzungen. Jetzt nehme ich mir die Scheibe, die Trennscheibe, lege sie ein. Kann dann oben das Gewinde wieder draufschrauben. Hab dann hier hinten einen Knopf, den ich drücken kann zum Festsichern. Dadurch bewegt sich die Scheibe nicht mehr und ich kann sie ganz fest anziehen. So, und fertig. So, ich habe jetzt das Rohr vor mir liegen und kann mir jetzt ausmessen, auf wie lange ich es denn trennen will. Ich setze es hier einmal an den Strich und kann dann das hier immer schön lang ziehen.
So, wie man jetzt sieht nach dem Schneiden, ist die Kante noch sehr scharf. Man hat hier einzelne Drähte noch abstehen. Da kann man sich jetzt leicht verletzen. Und um das jetzt noch zu verhindern, dass man sich verletzt, können wir die Kante jetzt noch entgraten. Und das zeige ich euch jetzt noch. Um zu entgraten, haben wir jetzt hier noch die Schlappscheibe. Die müssen wir jetzt draufspannen. Dazu nehmen wir als allererstes, wie vorhin gesagt, erstmal den Akku raus, um Verletzungen zu vermeiden. Dann können wir hinten über den roten Knopf wieder festhalten und einmal aufdrehen. Dann nehmen wir uns, wie vorhin schon gezeigt, die Schlappscheibe. Die kommt drauf und dann können wir wieder festdrehen. Da haben wir ja jetzt den doppelwandigen Schornstein. Dann sieht man hier innen drin den Edelstahlrohr. Außendämmung, je nachdem, gibt es 2,5-3 cm Dämmungen, je nachdem, außen wieder V2A. Ja? Der Schornstein wäre jetzt für die Außenbelegung, also für einen Schornstein hier außen, ja? Wo ein Kaminofen in den Wohnzimmer angeschlossen wird. Grundsätzlich ist es hier so, selbst machen sollte man nicht. Grundsätzlich oder sollte es immer von der Fachfirma machen lassen. Und zwar 10 Tage vorher braucht der Schornsteinfeger, muss der Schornsteinfeger die Genehmigung geben, über die TAF nennen wir das. Der nimmt auch den Schornstein dann später nach der Montage ab. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie so ein Schornstein, wenn er es wirklich selber macht, gekürzt wird. Jetzt werden wir einfach mal wieder anfangen, den Außenmantel abzunehmen, damit wir an die Dämmung rankommen, die wir dann auch kürzen werden. Der Lars wird es euch jetzt noch mal zeigen, der ja der absolute Profi ist in meiner Firma, muss man schon sagen, als Azubi der beste Schneider des Rohres. Jetzt hier die Außenschale ab. Muss auch aber immer noch aufpassen, weil gerade die Schnittstelle immer noch heiß ist. Also gerade auch beim Abziehen sollte man immer noch die Handschuhe anlassen. So, mit meinem Messer kann ich jetzt hier gerade die Dämmwolle wegschneiden. Dafür gehe ich einfach hier an der Kante entlang, drück's durch, bis ich aufs Innenrohr treffe. Und zieh es einmal hier schön lang. Damit ich mir jetzt vorne nicht aus Versehen zu viel abschneide, gucke ich, dass es hinten immer noch schön bindig ist. Das ist hier der Fall. Also kann ich jetzt nach vorne gehen auf die andere Seite. Mit meinem Stift habe immer noch die Handschuhe an, weil hier die Kante wahrscheinlich immer noch heiß ist. Und ziehe mir dann mit dem Stift einmal hier gerade schönen Strich an der Kante entlang. Wenn ich mir die Kante jetzt angezeichnet habe, kann ich mir das Innenrohr schön rausziehen. Wird es drin gelassen, dass ich die Dämmwolle nicht komplett rausnehme. Weil würde ich das Innenrohr rausziehen, wird die Dämmwolle innen drin komplett zusammenfallen. Deswegen lasse ich es ein Stückchen drin, kann es dann später auch leichter wieder reinschieben. Jetzt habe ich hier die Kante schön angezeichnet. Nehmen wir hier dann wieder mein Klebeband, dass ich es einfach schön verdeutlicht habe und schön sehe, wo meine Schnittkante ist.
logischerweise haben wir jetzt hier auch wieder einen scharfen Draht, den wir jetzt noch mit der Schrotscheibe entfernen. So, jetzt haben wir das Rohr geschnitten auf Maß. Jetzt nehmen wir das Rohr hier hoch, stellen es auf und können ohne Probleme hier das Rohr passend reinschieben. Jetzt seht ihr, jetzt ist das Rohr hier perfekt auf Maß wieder geschnitten. Jetzt können wir wiederum ein Schornsteinteil aufsetzen. Das haben wir ja nur gekürzt, weil wir mit der Schornsteinhöhe nicht hinkommen mit dem Maß. Das war's. Jetzt weißt du, wie man einen Edelstahlschornstein zuschneidet. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und wenn du unseren Kanal abonnierst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.